Neues. Weil Nathalie wiederholt übel war, befürchten sie und ihr Freund Marcel, dass sie schwanger ist. Das Geld für einen Schwangerschaftstest haben sich die beiden Arbeitslosen von einem Kumpel geschnaut. Ja, also wir sind jetzt gerade im Moment ziemlich aufgeregt. Also ich zumindest und ja, er, glaube ich, auf jeden Fall auch sehr aufgeregt. Gucken, was rauskommt. Bei den beiden herrscht allerdings mehr Angst als Vorfreude. Ich gehe jetzt direkt ins Bad damit und ja, guck, was wird. Dann mach okay, zuki. Ja, was soll ich denken? Ich hoffe natürlich, dass es jetzt negativ wird, da die Wohnung halt nicht den Umständen entsprechend aussieht. Und ja, das Problem kommt noch dazu, dass wir nicht genau wissen, ob das Kind von mir ist. Wir waren halt 8 Wochen getrennt. In diesen 8 Wochen war sie halt mit einem anderen Kollegen zusammen gewesen. Und das ist halt jetzt das Problem. Wir wissen halt nicht, wie weit sie ist. Könnte auch von einem Kollegen sein. Neben der unklaren Vaterschaft hat Nathalie noch viele andere Probleme. Sie bekommt zurzeit kein Geld vom Amt und hat Schulden. Ist sie jetzt auch noch schwanger? Da ist nur ein klarer Strich, also nicht schwanger. Dann nicht schwanger. Perfekt. Glück gehabt. Ja. Weil ich so gerne fliege und Fallschirm. Dass es auch ohne Schwangerschaft genügend Gründe gäbe, ihr Leben zu ändern, scheinen die beiden nicht zu sehen. Also ich fühle mich definitiv erleichtert. Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Mein Tag ist gerettet. Ich könnte gerade eigentlich im Kreis hüpfen vor Freude. Dazu fehlt Nathalie dann aber doch der Antrieb. Sie und Marcel müssen sich von der Aufregung erst einmal erholen. Dafür wollen die beiden am nächsten Tag ein längst überfälliges Problem angehen. Heute steht definitiv an, die Wohnung aufzuräumen. Wir haben 2 Kollegen, die kommen vorbei, die helfen uns dabei. Also das eine ist mein Bruder, das andere ist ein guter Kollege von ihm. Ohne die würden wir das, glaube ich, nicht schaffen, weil es einfach zu viel ist. Es ist für uns nicht mehr tragbar. Dabei haben die beiden die Unordnung selbst verursacht. Was meinst du denn, wie weit wir heute kommen? Ja, ich will heute auf jeden Fall fertig werden. Wenn das einmal fertig ist, wird das beibehalten und dann ist auch gut so. Ich glaube, mit dem Putzen selber, wenn wir, wird es schwer zu schaffen noch. Ja, aber ansonsten, da sind sie. Ja. Machst du auf? Ja, ich mach auf. Nathalie und Marcel waren monatelang zu faul, sauber zu machen. Jetzt sollen Kumpel Kevin und Nathalies Bruder Marcel die Drecksarbeit für sie erledigen. Ah, Jungs, was sagt ihr zu der Bude? Ja. Das ist schon verwahrlost fast. Sehr vernachlässigt. Sieht auf jeden Fall nicht bewohnbar aus. In dieser Wohnung wurde seit 2 Jahren kein Staub gewischt. Aber auch, weil ja, ich finde Staubwischen sinnlos. Es ist, ja, es kommt immer wieder. Wo ich das erste Mal in die Wohnung kam, sah es ja halt total scheiße aus. Ich habe erst mal einen Schlag in die Fresse bekommen. Das ist mein Ernst. Wofür soll ich denn bitte Staub wischen, wenn der kommt immer wieder? Da kann ich so viele Fenster putzen. Ja, okay, damit man durchgucken kann. Kann ich noch verstehen. Aber auf meinem Dekokram da oben, wen stört denn der Staub da oben? Ja, also ich fühle mich hier auf jeden Fall nicht wohl, so wie es im Moment hier aussieht, weil kein Raum so wirklich betretbar ist, außer das Wohnzimmer. Da kann man halt gerade noch so, kommt man zur Couch, dass man abends schlafen gehen kann und mehr halt nicht. Und hier muss auf jeden Fall gut was geändert werden. Dass die beiden die Wohnung mit 2 Katzen teilen, macht die hygienischen Zustände nicht besser. Das Schlimmste sind jedoch die seit Monaten vor sich hin schimmelnden Essensreste. Also ich kann auf jeden Fall sagen, ohne Atemschutzmaske hält es hier drin nicht aus, ja, beim ganzen Schimmel. Warum bist du das nie angegangen, wenn du hier wohnst? Ich habe mich selber zu sehr vorgeekelt, weil ich selber nicht so ein Mensch bin, der so lebt. Und dadurch gar nicht mehr über die Küche nachgedacht, weil die Tür halt zu war, keine Türklinke dran und ein Tuch vor, dass sie gar kein Gerüsch ins Wohnzimmer ziehen oder sonstiges. Kevin, was denkst du, wenn du die Küche hier siehst? Ja, ich würde mich am liebsten übergeben, ja, wenn ich ehrlich bin. Hier liegt ja wirklich echt alles rum, ne? Kaputtes Glas. Und der Dreck hat noch weitere Haustiere angelockt. Guck dir das mal an. Boah. Alter! Die Verwahrlosung ist unbeschreiblich. Kevin und Marcel treten den Rückzug an und setzen auf chemische Kampfmittel. Ich habe jetzt erstmal mit Insektenspray darum gesprüht. In 10 Minuten können wir darum weitermachen. Ich stopfe mir jetzt erstmal eine Zigarette, damit die Zeit schneller umgeht und ja, um ein bisschen vom Geruch da wegzukommen. Währenddessen nehmen sich Nathalie und ihr Bruder Marcel das Bad vor.
Ich habe eine Zahnbürste gefunden. Jetzt gerade versuche ich rauszuholen. Jetzt müsste der Abschluss auch wieder funktionieren. Doch nicht nur alte Zahnbürsten tauchen aus der Versenkung auf. Die Aufräumaktion fördert neben Brechreiz bei allen Beteiligten auch noch ganz andere Dinge zutage. Schatz? Ja? Ich habe was gefunden. Was denn? Ein Lebensmittelgutschein. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Also ich bin ja von der AG 100% sanktioniert und weil die mich halt nicht ganz verhungern lassen dürfen, kriege ich halt von denen Lebensmittelgutscheine. Das sind meist 50 Euro ist der Wert und man darf halt keine Tabakwaren und keine Spiritosen kaufen. Und damit kann ich dann halt in den Supermarkt gehen und mir meine Lebensmittel kaufen. Zuletzt haben sich die beiden ihr Essen bei Marcells Oma geschnorrt. Das wäre ein guter Einkauf, aber verkaufen wäre besser. Ja, aber wer nimmt den? Ne, weil du musst ja auch mitfahren, weil deine Unterschrift muss ja drunter und deine Nummer vom Ausweis steht da drauf. Ja, das weiß ich noch nicht. Da höre ich mich mal um. Ja, ich habe zwar jetzt einen Lebensmittelgutschein, damit kriege ich zwei Lebensmittel und alles, aber damit kriege ich keine Zigaretten. Ich brauche halt 30 Euro für Tabak und Hülsen. Sonst kann ich den Monat über nicht rauchen. Da muss ich halt gucken, wo ich die herkriege. Das ist richtig scheiße. Ich würde sagen, wir machen jetzt gleich mal eine Pause. Nathalie gibt eine Runde Kippen aus. Schließlich möchte sie ihr Putzteam bei der Stange halten. Oder in diesem Fall beim Glimmstängel. Ja, wir haben auf jeden Fall noch ordentlich was zu tun, Leute. Sind aber auch schon gut vorangekommen, um ehrlich zu sein. Doch von Nathalies Anspruch, heute die ganze Wohnung aufzuräumen, sind sie noch weit entfernt. Mein Ziel ist auf jeden Fall heute noch Küche, Bad und Wohnzimmer fertig. Und Kinderzimmer kriegen wir dann auch noch hin. Ihre Wohnungssuche führt Frank und Steven heute bis ins 20 Kilometer entfernte Hanau. Bisher wohnen sie in Offenbach, in einem winzigen Einzimmer-Apartment eines Bekannten. Doch auf der Suche nach bezahlbarem Wohnraum müssen sie immer größere Kreise ziehen. Der Wohnungsmarkt in Offenbach ist mittlerweile sehr überlaufen. Deswegen sind wir jetzt mal nach Hanau, gucken uns hier eine Wohnung an, die in unserem Budget passt, 640 Euro warm, ca. 60 Quadratmeter. Und ich hoffe mal, dass wir hier vielleicht ein paar Chancen mehr haben. Maklerin Lisa erwartet die beiden bereits. Die Wohnung ist frisch renoviert. Sie hat zwei Zimmer, ein Bad mit Wanne und eine separate Küche. Und es gibt sogar einen Balkon. Doch Frank ist unsicher wegen der Lage. Und was meinst du? Kannst du dir vorstellen, hier zu wohnen? Definitiv, hallo. Das ist momentan wirklich alles besser als bei uns. Unsere Wohnung, die passt da ins Wohnzimmer rein gerade. Das könnte durchaus sein, ja. Ja, und Entfernung zu Freunde und deine Mama? Ja, also für mich spielt es jetzt wirklich gar keinen Unterschied, ob in Bürgel, ob in Rumpenheim oder hier, weil ich meine, das ist alles nah. Vor einem halben Jahr haben sich Stevens Eltern getrennt. Steven ist mit seinem Vater ausgezogen, doch seine Mutter und sein 15-jähriger Bruder leben nach wie vor in Offenbach. Also der Steven hat sich von vornherein entschieden, dass er mit mir mit will. Und ich habe ihm auch gesagt, das wird schwierig. Ich habe wenig Kontakt zu meiner Mutter und zu meinem Bruder, ganz einfach, weil es meinem Vater wehtut. Das hat er mir auch zwischendurch mal gesagt. Der jüngere Sohn, der ist eher Mama bezogen und ist bei der Mama geblieben. Also es hat sich so ergeben. Fehlt er dir? Ich mag ihn halt eben einfach nicht wehtun und somit halte ich halt eben den Kontakt so gering. Aber will ihn auch nicht komplett abbrechen wegen meiner Mutter und wegen meinem Bruder, weil ich die beiden auch nicht verlieren mag. Eine belastende Situation für den 17-Jährigen. Seit der Trennung geht ein tiefer Riss durch die Familie. Aber für mich wäre es. Ah ja, wenn es für dich okay ist, dann lass uns mal reingehen, lass uns mit der Maklerin weiterreden. Die Wohnung wäre das Richtige. Doch zurzeit verdient Frank mit seinen zwei Jobs zwischen 1.200 und 1.400 Euro netto im Monat. Wir suchen halt eben echt dringend die Wohnung, also irgendeine zumindest. Ja. Und die hier ist einfach, ich sag mal so, also für mich zumindest traumhaft. Haben Sie sich jetzt schon mehrere Wohnungen angeguckt, wo noch Antworten ausstehen? Da sind noch einige offen, ja. Wir gucken uns natürlich um, weil momentan die Ausschlusskriterien sind bei uns. Das Gehalt wäre zu wenig. Sie haben jetzt ungefähr die Hälfte von dem, was Sie an Gehalt haben, für die Wohnung
veranschlagt. Das ist, könnte knapp werden, aber das ist bei laut Statistik auch jetzt bei vielen in Deutschland leider so, dass wirklich die Hälfte des Gehaltes nur für die Wohnung. Ja, denke ich auch. Ja. Da kommt ja auch noch mal ein Gehalt dazu. Also von daher dürfte das gut gehen. Dann würde ich das prüfen und mich noch mal bei Ihnen melden. Das ist doch super. Gut, okay, dann verbleiben wir so. Mehr als 30 Absagen haben Frank und Steven in den letzten Monaten schon kassiert. Sie hoffen sehr, dass es dieses Mal klappt. Frank und Steven haben in der Regel nicht mal 600 Euro zum Leben. Etwas gönnen können sie sich selten. Da ich kein Geld habe und ich mit Dominik gleich verabredet bin in der Kirmes, gebe ich jetzt ein paar Pfandflaschen ab, damit ich wenigstens etwas einstecken habe. Von Taschengeld kann der 17-Jährige nur träumen. Generell bekomme ich so kein Taschengeld, eventuell mal so 10 Euro, so hin und wieder mal. Mein einer Kumpel, der bekommt einfach mal so 50 Euro so im Monat, wo ich mir nur so denke, Leute, ihr bekommt so viel Geld. Seid glücklich. Steven hat gelernt, seine Ansprüche und Wünsche zurückzuschrauben. Also ich habe jetzt 2,25 Euro bekommen für 9 Flaschen. Ich fühle mich ein Stück weit besser, weil dann muss ich jetzt nicht so ohne Geld dastehen beim Dominik. Somit ist er auch ein bisschen glücklicher, hat er 2,25 selber auch gespart, weil wir dann eh zusammenlegen werden. Ich freue mich halt. Mit 2,25 € kommt man auf einer Kirmes nicht sehr weit. Zum Glück hat Steven Freunde, auf die er sich verlassen kann. Allen voran seinen Kumpel Dominik. Hey. Hey. Komm, was los? Ja, können wir gerne machen. Also was hast du als erstes vor? Schießstand. Also meine Freizeitbeschäftigung sieht sonst aus, dass ich Sachen mache, die halt eben gar nichts kosten, wie zum Beispiel Radfahren oder Zocken halt. Heute hat mich der Dominik halt eben zu einer Kirmes eingeladen und der wollte mich unbedingt dabei haben. Hey, ich bezahle gern für dich. Ja, du weißt, wenn ich mal das Geld habe, kannst du auch auf mich zählen, dann gebe ich dir auch mal was aus, ne? Also Armut schränkt definitiv ein. Man muss halt eben echt jeden Cent umdrehen, doppelt und dreifach meistens sogar. Man kann halt eben nicht so wie die anderen einfach so auf die Kirmes gehen, hey, ich habe mal 15 Euro, lass das alles mal verballern. Und man merkt es sehr oft, dass es im Alltag einfach fehlt. Wenn man zum Beispiel in der Schule sein Pausenbrot vergessen hat daheim, kann man sich nicht einfach so im Kiosk eins neu kaufen. Das geht nicht, du musst halt eben gucken, wann brauche ich das unbedingt. Und naja, man merkt es halt eben echt schon oft, wenn man beteiligt ist. Doch heute kann Steven seine finanziellen Probleme zumindest für einen Moment vergessen. Neues. Nathalie hat noch nie gearbeitet. Doch auch sie will heute Geld verdienen, auf ihre Art. Ja, ich habe hier einen Lebensmittelgutschein. Und der Wert von dem Lebensmittelgutschein ist 51,25 Euro. Ich verkaufe dem Kevin den für 35 Euro. Damit ich ein bisschen Geld für Tabak habe. Die Hartz-IV-Empfängerin hat mehrere Termine verschlafen und ist zurzeit zu 100% sanktioniert. Die Lebensmittelgutscheine kriege ich von der AGE, dass wenn ich kein Geld kriege, weil ich eine Sanktion habe, dass ich davon Lebensmittel kaufen kann. Da steht aber extra drauf, es dürfen halt nur Lebensmittel, kein Tabak und kein Alkohol gekauft werden. Auch Kumpel Kevin bezieht zurzeit Hartz-IV. Er hat sich bereit erklärt, den Gutschein abzukaufen. Ja, also ich habe auf jeden Fall einen guten Deal gemacht mit dem Abkauf vom Lebensmittelgutschein. Weil ich habe 35 Euro bezahlt, kann jetzt für 50 Euro einkaufen. Ja, einkaufen muss ich sowieso. Von daher passt das. Ja. Zu Hause hängt Nathalies Freund Marcel mit ihrem obdachlosen Bruder, der ebenfalls Marcel heißt, ab. Eigentlich wollten sie gestern die völlig verdreckte Wohnung auf Vordermann bringen. Ich würde sagen, wir machen jetzt gleich mal eine Pause. Mein Ziel ist auf jeden Fall heute noch Küche, Bad und Wohnzimmer fertig und Kinderzimmer kriegen wir dann auch noch hin. Doch die Pause wurde etwas länger. Im Grunde dauert sie immer noch an. Gestern ist die gar nichts mehr passiert, nachdem wir die letzte Pause gemacht haben. Ich glaube, es war wirklich einfach, der Elan war raus. Wir haben Zigarettchen geraucht und ja. Ja, da hat man sich dann eher erstmal was zur Ruhe gesetzt und eine längere Pause gemacht und ist irgendwann dann eingeschlafen. Inzwischen möchte Kevin mit seinem neuen Lebensmittelgutschein einkaufen. Weil er auf Nathalies Namen läuft, muss sie mitkommen. Melone wollte ich auf jeden Fall, ne? Ja. Die oder was? Ja. Die oder was, ne? Kostet? 2,95. Gut. Eier, ja. Brauche ich Eier. Das sind die 1,49, ne? Ja. Ich nehme so eins, ne?
Ja, okay, 1,29, ne? Ja. Also bei dem Lebensmittelgutschein kommt es darauf an, dass man möglichst genau an die Summe 51,25 Euro rankommt, weil die halt kein Wechselgeld auszahlen dürfen. Das steht da extra nochmal drauf. Wechselgeld kann nicht ausgezahlt werden. Das heißt, das Geld würde dann einfach verfallen. Deshalb rechnet Nathalie auf dem Handy alle Preise direkt zusammen. Sie schafft es, den Gutschein bis auf 34 Cent auszunutzen. Die Personalisierung der Gutscheine soll Missbrauch vorbeugen. In Nathalies Fall hat das nicht geklappt. Ja, ich würde sagen, es ist ziemlich gut gelaufen. Ich habe jetzt vom Kevin die 35 Euro für den Lebensmittelgutschein bekommen. Und davon gehe ich jetzt Tabak und Hülsen kaufen, weil ich das ja von dem Gutschein nicht kann. Und solange sie ihr Essen von Marcells Oma umsonst bekommen, brauchen sie auch nicht zu hungern. Und einmal die billigsten Hülsen, die sie da haben. Mhm. Ich gebe im Monat für Tabak knapp 80 Euro aus, 20 Euro pro Woche. Mhm. 18,95. Aber gibt es nicht sinnvollere Dinge, für die du dein Geld ausgeben könntest? Es gibt eigentlich sinnvollere Dinge. Unbezahlte Rechnungen zum Beispiel. Nathalie und Marcel fürchten, dass ihnen in Kürze der Strom abgestellt wird. Theoretisch hätte ich das Geld vom verkauften Lebensmittelgutschein für eine Anzahlung beim Stromanbieter nehmen können, aber in dem Moment hatte ich einfach mehr Schmacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Ein paar Tage später besuchen wir die beiden wieder. Alles scheint unverändert zu sein. In der Wohnung herrscht nach wie vor Chaos und auch der Strom fließt noch. Also an dem Tag, wo ich dachte, dass die angekündigt haben, dass sie uns den Strom zu machen, haben wir uns gewundert, warum der Strom nicht zugemacht wird. Ja, dann habe ich halt den Zettel von der Stadtwerke gesucht, wo drauf steht, wie viel Schulden wir haben. Und darauf ist mir dann aufgefallen, dass ich mich vertan habe. Nathalie hat zwar Schulden, die Androhung, die Zufuhr abzustellen, kam allerdings nicht vom Stromanbieter, sondern von ihrem Warmwasserversorger. Ich meine, wer kann denn ahnen, dass Wärmezufuhr heißt, dass sie mir das warme Wasser abstellen und nicht den Strom? Ich denke da die ganze Zeit an Strom. Doch bevor das Amt zahlt, muss Nathalie erst ihre Auflagen erfüllen. Zwei Wochen später tritt sie die vom Jobcenter geforderte Maßnahme tatsächlich an. Sie bekommt anschließend wieder Geld und ein Darlehen für ihre Schulden. Doch ob sie ihr Verhalten dauerhaft ändert, steht in den Sternen. Seit 8 Monaten wohnen Frank und Steven bereits in einem 20 Quadratmeter großen Einzimmer-Apartment in Offenbach. Zuletzt haben sich die beiden eine Wohnung in Hanau angeschaut. Doch die Maklerin hat ihnen ein paar Tage später eine Absage erteilt. Wie so oft in den letzten Monaten. Von einer weiteren Zwei-Zimmer-Wohnung hier in Offenbach steht die Rückmeldung des Maklers noch aus. Gibt es eigentlich was Neues von dem? Momentan noch nicht, nein. Okay. Wie wär's, wenn du einfach mal selber mal anrufst und fragst, wie das so steht oder so? Gut, okay. Dann würde ich sagen, dann bedanken wir uns erstmal und wir bleiben in Kontakt. Und? Wie sieht's aus? Ah ja, was soll ich sagen? Es scheitert halt daran, dass jemand doch weiter wohnen bleibt, weil er die andere Wohnung nicht bekommen hat. Somit müssen wir halt wieder zurückstecken. Also liegt jetzt daran, dass wir die Wohnung nicht bekommen haben, weil ein anderer keine Wohnung bekommen hat. Richtig. Super Ironie. Zum Lachen ist aber beiden nicht zumute. Ich verstehe Steven völligst, dass er so durchhängt, weil früher hatten wir alles, heute haben wir nichts. Aber es gibt nicht die Option zum Aufgeben. Wir kämpfen weiter. 3 Wochen später steht zumindest für Steven ein Umzug an. In der Graf-Aswin-Kaserne im Bayerischen Bogen beginnt seine Ausbildung zum Einsatzsanitäter. Das entspannt zwar die Wohnsituation zu Hause, trotzdem fällt der Abschied nicht leicht. In 2 Wochen. Okay? Ja. Vermisst dich jetzt schon, du. Abmarsch. Ja, okay. Bis in 2 Wochen. Bis dann. Ciao. Ein bisschen mulmiges Gefühl. Er ist halt jetzt fort, muss halt die Ausbildung packen, weil es sehr wichtig für ihn, fürs spätere Leben. Ich wollte das schon immer. Ich verdiene dabei mein eigenes Geld. Und dazu können mein Vater und ich uns dazu auch noch mehr leisten. Und es bringt einfach viel Vorteile. Durch die Armut stehen Steven nicht alle Wege offen. Doch die Möglichkeiten, die er hat, nutzt der 17-Jährige umso zielstrebiger.